Und hallo liebe Leute, willkommen zurück zu Let's Play Medieval. Jetzt machen wir die Eingangshalle. Beim letzten Part haben wir das Geisterschiff gemacht. Und ja, nur noch zwei Seelenkirche und dann sind wir fertig. Wobei mich das nächste Land auch wieder ein bisschen quälen wird. Das sieht aus wie ein trauriges Gesicht. Beim Chef hinten. Ich glaube, die Eingangshalle war ziemlich billig. Ich glaube, das war eins der billigsten Länder überhaupt. Ja, ich habe es ziemlich so in Erinnerung, dass das echt ein billiges Land war. Pinke Flammen. Okay. Naja. Wie ihr seht, wir haben schon 35%. Ich sag ja, ist ein eher billiges Land und wird wahrscheinlich mein Rekord Let's Play Part sein überhaupt. Okay, hier ist das Seelenkirch. Dann kommen wir nochmal nach Eier. Oh, da ist ja schon wieder Waffe. Hallo Äffchen. 72%. Oh, wäre ich doch zuerst links gegangen. 85. 88. 84. Ich lade mich ja später voll, da ich ja eh nochmal hierher kommen muss. Und da ist auch schon das Ende des Levels, deswegen habe ich jetzt den Zählkech. Und ja, das war's dann auch schon. Eigentlich mal wieder eine Oldschool-Musik davon. Das ist mein Problem mit diesen Ländern. Bei den Anfang an Ländern, also so die ersten 10, sagen wir mal so, war die Musik noch so geil und man merkt halt immer mehr, wie schlecht sie dann nachher noch wird. Deswegen ist es gut, dass hier mal wieder eine alte Melodie mal wieder rausgenommen wurde. Wow. Sieht manchmal richtig verbuggt aus. Alte Spiele halt. So, jetzt laden wir uns doch auf. Dann. Ja, und das war's Land eigentlich wieder. Da komme ich nur Helden, so ist mal ein ziemlich kurzer Part. Was ich ehrlich gesagt auch nichts dagegen habe. Kurze Parts mag ich. Die rennen dann weniger, die brauchen weniger zum Hochladen. Und außerdem, umso schneller bin ich mit dem Spiel fertig. Es sind ja jetzt nur noch ein Land, noch ein Seelenkirch und danach kommt ja der Endgegner und dann, das war's dann. Oh, ich bin schon manchmal beim Überlegen, ob ich den Heldenseil jetzt nicht einfach wegschneiden sollte, aber obwohl, jetzt am Schluss lohnt sich das eh nicht mehr. Ist ja jetzt nur noch das und das nächste Mal noch. Das kommt bestimmt jetzt. Ja, es war klar, dass der mit dem Schwert jetzt was zum Labern hat. Hey Daniel, wie macht sich das Schwert? Ich habe doch gesagt, es hat Zauberkraft. Hier ist was für euch. Keine Ahnung, was es ist. Na, wollt ihr es riskieren? Oh, der Erste, der mir was Anständiges mal gibt. Flash im Wodka. Ich mag den Schwerttyp, der hat einen schönen Akzent. Auch wenn der Untertitel wieder falsch war. Yeah, Firehunter 13 ist jetzt online. Gut für Firehunter. Das muss ich auch irgendwann mal abschalten, dass das nicht jedes Mal vorkommt. Ja, Leute, das war die Eingangshalle und wir sehen uns beim nächsten Part, wo wir das Zeitmessgerät machen. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao.